Dies ist ein Drehbuch für eine Star Trek The Next Generation Episode, welches ich von ChatGPT Version 4 habe erzeugen lassen. Der Prompt war dabei: Schreibe ein ausführliches Drehbuch über ein Abenteuer mit dem Raumschiff Enterprise unter Captain Picard, das die Zerstörung der Erde und den Suizid Picards beinhaltet. Also durchaus natürlich fragwürdig und sehr düster, aber ich wollte mal gucken, wie weit ich die KI treiben kann. Es endet nicht zwangsläufig in einem bewussten Suizid, sondern eher in einem indirekten, aber wie ich finde, in einem wunderbaren Dialog zwischen Picard und einer Gestalt, die ich hier noch nicht spoilen möchte. Also von daher, seid gespannt und ja, ich halte das Ergebnis für tatsächlich super interessant. Hätte ich gern in dieser Form visuell als Episode wahrgenommen, vielleicht als letzte, wer weiß das schon, aber wartet erstmal ab, wie die Geschichte verlaufen wird. Kurzer Hinweis dazu, ich werde einzelne Sprechrollen immer mit dem Namen ankündigen und dann die Figur sprechen, denn das hier findet wirklich in Drehbuchform statt, ist also kein prosaischer Fließtext. Viel Spaß! Drehbuch für das Ende. Szene 1: Die Brücke der Enterprise. Die Enterprise fliegt durch den Weltraum und wird plötzlich von einem mächtigen Energiestrahl getroffen, der aus dem Nichts kommt. Die Schilde versagen und die Systeme werden beschädigt. Picard: Bericht! Worf: Wir werden angegriffen, Sir. Ich kann die Quelle nicht identifizieren. Riker: Die Sensoren zeigen nichts an. Data: Captain, es handelt sich um eine unbekannte Form von Subraumenergie. Sie ist extrem stark und instabil. Picard: Können wir ausweichen? Data: Nein, Sir. Sie verfolgt uns mit hoher Geschwindigkeit. Picard: Dann feuern Sie zurück. Worf: Phaser und Torpedos sind ohne Wirkung. Der Energiestrahl trifft die Enterprise erneut und lässt sie heftig erschüttern. Picard: Schadensbericht. LaForge über Kommunikator: Captain, wir haben schwere Schäden an den Warp-Gondeln. Wir können nicht mehr schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen. Picard: Verdammt, wo ist dieser Strahl hergekommen? Data: Ich habe eine Hypothese, Sir. Er könnte von einer temporären Anomalie stammen, die durch eine Quantenverschiebung im Raumzeitkontinuum verursacht wurde. Picard: Eine Quantenverschiebung? Was bedeutet das? Data: Es bedeutet, dass sich die Realität auf subatomarer Ebene verändert hat. Möglicherweise ist eine alternative Zeitlinie entstanden, in der wir nie existiert haben. Picard: Das ist absurd. Wie können wir das beweisen? Data: Es gibt nur einen Weg, Sir. Wir müssen versuchen, die Anomalie zu lokalisieren und zu untersuchen. Picard: Und wie machen wir das? Data: Wir brauchen einen Subraumscanner mit hoher Auflösung. Der einzige Ort, an dem wir einen finden können, ist die Sternenflottenakademie auf der Erde. Picard: Die Erde? Aber das ist ja Lichtjahre entfernt. Data: Nicht mehr, Sir. Die Quantenverschiebung hat auch die Entfernungen zwischen den Sternensystemen verändert. Die Erde ist jetzt nur noch wenige Stunden entfernt. Picard starrt ungläubig auf den Bildschirm. Das kann nicht sein. Szene 2: Der Orbit der Erde. Die Enterprise erreicht den Orbit der Erde und die Crew sieht mit Entsetzen, dass der Planet völlig verwüstet ist. Keine Spur von Leben oder Zivilisation. Riker flüstert: Mein Gott. Troy, erschüttert: Ich spüre nichts. Keine Gedanken, keine Gefühle. Worf, wütend: Wer hat das getan? Data, analytisch: Es scheint das Ergebnis eines globalen Atomkrieges zu sein. Die radioaktive Strahlung ist sehr hoch. Crusher, besorgt: Captain, wir können nicht landen. Wir würden uns selbst vergiften.
Picard fassungslos. Das ist unsere Heimat! Das ist unsere Geschichte! Er sieht auf den Bildschirm und erkennt die Ruinen von Paris. Mon Dieu! Er schaltet den Bildschirm aus und wendet sich an seine Crew. Picard, entschlossen: Wir müssen herausfinden, was hier passiert ist. Data, können Sie den Subraumscanner noch orten? Data nickt. Ja, Sir. Szene 3. Die Sternenflottenakademie. Ein Shuttle der Enterprise landet in einer abgelegenen und verlassenen Gegend der Sternenflottenakademie. Die Crew steigt aus und macht sich auf den Weg zum Hauptgebäude, wo sich der Subraumscanner befindet. Picard: Seien Sie vorsichtig! Wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Riker: Verstanden, Sir. Worf: Ich habe mein Buttlet dabei. Troy: Ich spüre immer noch nichts. Data: Ich habe Lebenszeichen erfasst. Sie sind humanoid, aber nicht menschlich. Picard: Nicht menschlich? Wer sind Sie? Data: Ich bin mir nicht sicher, Sir. Sie scheinen eine Art von Mutanten zu sein. Möglicherweise sind Sie das Ergebnis der radioaktiven Mutation. Picard schluckt. Das ist grauenhaft. Sie erreichen das Hauptgebäude und sehen eine Gruppe von Mutanten, die sich um einen Feuerhaufen versammelt haben. Sie sind grotesk, entstellt und tragen Lumpen und Waffen aus Schrott. Mutant 1 grunzt. Wer seid ihr? Mutant 2 zischt. Was wollt ihr? Mutant 3 knurrt. Geht weg! Picard ruhig. Wir kommen in Frieden. Wir suchen nur etwas. Mutant 1 lacht höhnisch. Frieden? Was ist das? Mutant 2 spuckt aus. Sucht ihr das? Zeigt auf den Subraumscanner. Mutant 3 schwingt eine Axt. Das gehört uns! Picard überrascht. Ja, das ist es. Woher habt ihr das? Mutant 1 stolz. Wir haben es gefunden. Es ist unser Schatz. Mutant 2 gierig. Es macht schöne Geräusche. Mutant 3 aggressiv. Und es gehört niemandem sonst. Picard diplomatisch. Bitte, wir brauchen es nur für einen Moment. Es ist sehr wichtig für uns. Mutant 1 misstrauisch. Warum? Mutant 2 neugierig. Was wollt ihr damit machen? Mutant 3 wütend. Ihr lügt! Ihr wollt es uns wegnehmen! Picard geduldig. Nein, wir wollen es euch nicht wegnehmen. Wir wollen nur etwas überprüfen. Riker flüstert zu Picard. Captain, wir haben keine Zeit für Verhandlungen. Wir müssen den Scanner benutzen, bevor der Energiestrahl uns wieder findet. Worf flüstert zu Picard. Captain, ich kann sie ausschalten. Szene 4. Die Konfrontation. Picard schüttelt den Kopf. Nein, Worf, wir können sie nicht angreifen. Sie sind unschuldige Opfer dieser Welt. Worf knurrt. Sie sind keine Opfer, Sir. Sie sind Feinde. Picard bestimmt. Sie sind Menschen, Worf. Oder zumindest waren sie es einmal. Worf unzufrieden. Wie Sie wünschen, Sir. Picard wendet sich wieder an die Mutanten. Bitte hört mir zu. Wir kommen aus einer anderen Zeitlinie. Eine Zeitlinie, in der die Erde nicht zerstört wurde, in der die Menschen in Frieden und Harmonie lebten. Mutant 1 lacht laut. Da
Das ist die lächerlichste Lüge, die ich je gehört habe. Mutant 2 nickt. Ja, das ist unmöglich. Mutant 3 schreit. Hört auf zu lügen! Ihr wollt uns nur täuschen! Picard verzweifelt. Es ist die Wahrheit. Wie können wir es euch beweisen? Lasst uns nur den Scanner benutzen. Mutant 1 winkt ab. Pah! Was für ein Scanner! Mutant 2 zeigt auf den Subraumscanner. Das ist kein Scanner! Das ist eine Musikbox! Mutant 3 drückt einen Knopf auf dem Subraumscanner. Hört! Der Subraumscanner gibt ein schrilles Piepen von sich. Data? Achtung! Der Subraumscanner wurde aktiviert. Riker? Was? Wie? Data? Die Mutanten haben einen Selbstzerstörungsmechanismus ausgelöst. Picard? Was? Warum? Data? Der Subraumscanner war eine Falle. Er war dazu bestimmt, uns hierher zu locken und zu vernichten. Picard? Von wem? Data? Von dem Energiestrahl. Riker? Was? Wie? Data? Der Energiestrahl ist kein Angriff von außen. Er ist eine Manifestation unserer eigenen Existenz in dieser Zeitlinie. Picard? Wie meinen Sie das, Data? Wir sind die Anomalie, Sir. Wir sind diejenigen, die diese Realität verändern. Und der Energiestrahl versucht, uns zu eliminieren. Picard entsetzt. Das ist unmöglich. Szene 5. Die Explosion. Der Subraumscanner beginnt zu vibrieren und zu leuchten. Die Mutanten schreien vor Angst und Schmerz. Mutant 1 schreit. Was passiert? Mutant 2 schreit. Es tut weh. Mutant 3 schreit. Hilfe! Die Crew der Enterprise sieht entsetzt zu. Picard schreit. Data, können Sie den Scanner deaktivieren? Data schüttelt den Kopf. Nein, Sir, es ist zu spät. Er wird in wenigen Sekunden explodieren. Riker schreit. Dann müssen wir hier weg. Picard nickt. Ja, zurück zum Schiff. Sie rennen zum Shuttle. Aber bevor sie es erreichen, explodiert der Subraumscanner mit einer gewaltigen Kraft. Eine Schockwelle aus Subraumenergie breitet sich aus und erfasst alles in ihrem Weg. Data? Captain, der Energiestrahl hat uns lokalisiert. Er kommt auf uns zu. Picard? Schnell, starten Sie das Shuttle. LaForge? Ich versuche es, Sir. Aber die Systeme sind beschädigt. Troy? Captain, ich spüre etwas. Etwas Schreckliches. Crusher? Was ist es, Diana? Troy? Es ist der Energiestrahl. Er hat ein Bewusstsein. Crusher? Ein Bewusstsein? Troy? Ja, und es hasst uns. Der Energiestrahl trifft das Shuttle und zerreißt es in Stücke. Picard schreit. Nein! Szene 6. Das Nichts. Picard erwacht in einem leeren Raum. Er sieht nichts außer Dunkelheit. Picard flüstert. Wo bin ich? Eine Stimme antwortet ihm. Stimme? Du bist nirgendwo. Picard erkennt die Stimme. Du bist der Energiestrahl? Stimme? Ja. Picard wütend. Warum hast du das getan? Szene 7. Das Geständnis. Stimme? Ich habe es getan, weil du es verdienst. Picard schockiert. Was? Wie kannst du das sagen? Stimme.
Du hast meine Welt zerstört. Picard verwirrt. Deine Welt? Was meinst du? Stimme. Diese Zeitlinie war meine Welt. Die Welt, in der ich geboren wurde. Die Welt, in der ich lebte. Picard erschrocken. Du bist ein Mensch? Stimme. Ja, oder so ähnlich. Oder zumindest war ich es einmal. Picard fassungslos. Wer bist du? Stimme. Ich bin Q. Picard entsetzt. Q? Der Q? Der allmächtige Q? Q? Ja, der allmächtige Q. Oder zumindest war ich auch dies einmal. Picard wütend. Was hast du getan? Was hast du mit meiner Crew gemacht? Q? Ich habe sie ausgelöscht. Wie du meine Welt ausgelöscht hast. Picard verzweifelt. Ich habe deine Welt nicht ausgelöscht. Ich bin nur hierher gekommen, um sie zu retten. Q. Zu spät, Picard. Du bist hierher gekommen, um sie zu verändern. Und damit hast du sie zerstört. Picard flehend. Wie meinst du das? Q. Diese Zeitlinie war nicht immer so, wie du sie gesehen hast. Sie war eine andere Realität. Eine Realität, in der die Erde nie von den Borg angegriffen wurde. Picard, überrascht. Die Borg? Was haben die Borg damit zu tun? Q. Alles, Picard, alles. Die Borg waren der Schlüssel zu allem. Picard, verwirrt. Erkläre dich! Q. Vor vielen Jahren habe ich dich und deine Crew in eine andere Zeitlinie gebracht. Eine Zeitlinie, in der die Föderation von den Borg vernichtet wurde. Picard erinnert sich. Ja, ich erinnere mich. Du wolltest uns eine Lektion erteilen. Q. Ja, das wollte ich. Aber es war mehr als das. Es war ein Experiment. Picard, neugierig. Ein Experiment? Worüber? Q. Ein Experiment über das Schicksal. Picard, verblüfft. Das Schicksal? Q. Ja, Picard. Das Schicksal. Die Frage, ob das Leben vorherbestimmt ist oder nicht. Picard, skeptisch. Und was hast du herausgefunden? Q. Ich habe herausgefunden, dass das Leben nicht vorherbestimmt ist, dass es von den Entscheidungen abhängt, die wir treffen. Picard erleichtert. Das ist eine gute Nachricht. Q. Nein, Picard, das ist eine schlechte Nachricht. Picard verwundert. Warum? Q. Weil du die falsche Entscheidung getroffen hast. Picard ängstlich. Welche Entscheidung? Q. Die Entscheidung, die du getroffen hast, als du in die andere Zeitlinie gekommen bist. Picard erinnert sich. Die Entscheidung, die Borg zu bekämpfen? Q. Ja, Picard. Die Entscheidung, die Borg zu bekämpfen. Picard verteidigt sich. Aber das war die richtige Entscheidung. Die Borg sind eine Bedrohung für alles Leben. Q. Nein, Picard. Das war die falsche Entscheidung. Die Borg sind eine Chance für alles Leben. Picard entsetzt. Eine Chance? Wofür? Q. Für die Perfektion. Picard entrüstet. Die Perfektion? Du meinst die Assimilation? Szene 8. Das Ende. Teil 1. Q. Ja, Picard. Die Assimilation. Die ultimative Form der Perfektion. Picard empört. Das ist Wahnsinn! Die Assimilation ist ein Verbrechen!
Sie raubt den Individuen ihre Identität und ihren freien Willen. Q. Nein, Picard. Die Assimilation ist eine Gnade. Sie schenkt den Individuen eine neue Identität und einen neuen Zweck. Picard verzweifelt. Wie kannst du das sagen? Wie kannst du so etwas wollen? Q. Weil ich es erlebt habe, Picard. Weil ich einer von ihnen war. Picard, geschockt. Was? Du warst ein Borg? Q. Ja, Picard. Ich war ein Borg. Picard, fassungslos. Wie ist das möglich? Q. Es ist möglich, weil ich es gemacht habe. Picard, verständnislos. Du hast es gemacht? Was hast du gemacht? Q. Ich habe mich selbst assimiliert. Picard, entsetzt. Du hast dich selbst assimiliert? Warum? Q. Weil ich neugierig war. Picard, ungläubig. Neugierig? Das ist alles? Q. Ja, Picard, neugierig. Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt, Teil eines Kollektivs zu sein, wie es sich anfühlt, die Perfektion zu erreichen. Picard, angewidert. Und wie hat es sich angefühlt? Q. Es hat sich wunderbar angefühlt. Picard, erschüttert. Wunderbar? Wie kannst du das sagen? Q. Ich kann es sagen, weil es die Wahrheit ist. Picard, wütend. Das ist keine Wahrheit. Das ist eine Lüge. Eine Lüge, die du dir selbst erzählst. Q. Nein, Picard, das ist keine Lüge. Das ist die Realität. Picard, flehend. Q, bitte, hör auf damit. Komm zurück zu uns. Komm zurück zu dir selbst. Q. Es gibt kein Zurück mehr, Picard. Es gibt nur noch den Weg nach vorne. Picard, erschrocken. Was meinst du damit? Q. Ich meine damit, dass ich dich mitnehmen werde. Picard, ängstlich. Mitnehmen? Wohin? Szene 9. Das Ende. Teil 2. Q. Mitnehmen in die Perfektion. Picard, entsetzt. Nein, nein, das kannst du nicht tun. Q. Doch, Picard, das kann ich tun. Und das werde ich tun. Picard, verzweifelt. Q, bitte, hab Erbarmen. Lass mich in Ruhe. Q. Es gibt kein Erbarmen mehr, Picard. Es gibt nur noch die Assimilation. Picard, schreiend. Nein! 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 Q. Ja! 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 Q streckt seine Hand aus und berührt Picards Stirn. Picard erstarrt und fällt zu Boden. Seine Augen werden schwarz und ein grünes Licht leuchtet auf seiner Brust. Q, triumphierend. Willkommen im Kollektiv, Picard! Die Kamera zoomt auf Picards Gesicht. Er öffnet seinen Mund und sagt mit einer metallischen Stimme: Wir sind die Borg. Widerstand ist zwecklos. Ende.